Hallo zu meinem heutigen Video. Heute geht es mal wieder um ein paar wichtige Terminal-Befehle. Ich werde dazu gleich mal mein Terminal öffnen, nehme hier mein Fenster mal ein bisschen in die Mitte und mache es mal ein bisschen größer. So. Und werde jetzt mal euch ein Beispiel sagen. Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr sitzt vor einem Rechner, es kann ein Rechner von einen Bekannten sein und ihr wollt ermitteln, was für ein Prozessor in diesem Rechner verbaut ist. Dazu gibt es den Terminalbefehl cat, das ist der Klassiker, und nochmal ein slash und dann cpu info. Hier einfach mal bestätigen und jetzt kriegt ihr hier sehr, sehr viel Informationen über den verbauten Prozessor, den ich jetzt in meinem Notebook eingebaut habe. Aber es gibt auch eine kürzere Version. Ihr tippt ein lshw-c cpu. Ja, haben wir auch. Und wir kriegen genauso viele Informationen über diese Kiste raus, wie eben mit dem Befehl vorhin. So kriegt ihr eben raus, was im Prozessor, wie viel Takt er hat und diverse andere, eben wie viel Cores. Und ja, wenn wir jetzt dann auch mal wissen möchten, was für eine Distribution auf diesem Computer ist, ja, es kann ja auch was anderes sein wie Ubuntu, das hat man öfters mal und der Kollege weiß gar nicht mehr, was für eine Linux-Version drauf war, dann geben wir diesen Befehl an, getippt, sorry, Version, catprog Version, und jetzt könnt ihr hier schön sehen, dass ich hier Linux-Version 3.5.3.7, ja. Die Informationen werden dann aufgelistet. Was kann noch wichtig sein? Natürlich der Arbeitsspeicher. Wenn ihr wissen möchtet, was für ein Arbeitsspeicher verbaut ist, dann gebt einfach den Befehl free ein. Der würde uns das jetzt alles in Bytes und Bits zeigen. Wir wollen es in Megabyte sehen. Deswegen kriegt er den Zusatz minus M. Wenn ich jetzt free minus M eintippe, dann sehe ich, dass mein Notebook hier 12 GB hat und 1,5 GB ist in Benutzung und ich habe ca. eben 10 GB noch frei. Das würdet ihr dann auch ermittelt haben. So, und jetzt wollen wir auch noch mal rausbekommen, was für eine Grafikkarte denn diese Linux-Distribution erkannt hat. Dazu gibt es auch einen Terminalbefehl, das gebe ich jetzt mal rein. Ls PCI NNK. Übrigens, diesen Balken hier, den macht er mit der rechten Alt-Taste und den kleinen Groß, kleiner als und größer als Taste links, dann bekommt ihr diesen Balken, falls ihr das nicht wisst, da soll es noch einige geben. Und jetzt grab minus i vga minus a2. Tippt am besten euch diesen Befehl gleich mal ab. Und wenn ich jetzt reinklicke, dann sehe ich, dass ich hier kompatiblen Controller habe: Intel Corporation Ivy Bridge Graphic Controller. Das heißt eben, ich habe hier eine Intel HD 4000 direkt auf meinem Intel-Prozessor und dieser wurde auch erkannt. Hättet ihr jetzt eine ATI oder eine GeForce verbaut, dann würde er hier auch die Informationen zu dieser Grafikkarte aufgelistet. Somit ermittelt ihr ja eure Grafikkarte. Ich hoffe, das Video hier war sehr informativ und ihr könnt mit diesen Terminalbefehlen auch was anfangen. Weitere Terminalbefehle-Videos werden ganz bestimmt bei auf meinem Video
demnächst auch noch hochgeladen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wir sehen uns.